Beim Ex zurückgewinnen kannst du nicht immer nur den Worten trauen, die dein oder deine Ex sagt, weil, denk ja auch mal an dich, wenn du über die Trennung sprichst, da wirst du selten ganz geradeaus sagen, was du dir denkst, sondern in der Regel immer einen bestimmten Eindruck wecken wollen. Und wenn du mit dem Ex redest, dann ist die Situation ohnehin wahrscheinlich immer ein bisschen angespannt und natürlich auch ein bisschen gefiltert. Und deswegen macht es natürlich auch Sinn, wenn man sie mit Körpersprache ein bisschen auskennt und vielleicht körpersprachliche Zeichen und Signale vom Ex richtig deuten kann. Denn die Körpersprache ist ein Spiegel dessen, was gerade innerlich bei uns los ist. Ich bin Dr. Stefan Kraft, ich bin Gründer und Experte bei Szenario 2 und habe zusammen mit Lena eben Szenario 2 gegründet, um Menschen zu unterstützen, Trennungen rückgängig zu machen. Und wir starten da, würde ich sagen, gleich so richtig los in die Materie und beginnen mit dem ersten körpersprachlichen Signal, nämlich der Kopfhaltung. Und da achte zum Beispiel mal, ob der Ex dann öfters mal so den Kopf und das Kinn irgendwie so nach vorne oben schiebt und den Hals so nach vorne drückt und damit vielleicht versucht, sich größer zu machen, als man vielleicht ist und versucht, mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln oder selbstbewusster eben aufzutreten, als man sich vielleicht gerade eben fühlt. Man ist sich oder versucht es zumindest zu suggerieren, dass man sich seiner Sache sicher ist. Wenn du mit dem Ex zum Beispiel über Trennungsgründe sprichst, weil das ist ja durchaus auch sehr wichtig, wenn man wieder zusammenkommen möchte, und der Ex hebt dann eben so den Kopf und drückt so den Hals nach vor und macht sich damit eben ein bisschen größer, als er oder sie vielleicht gerade ist, dann könnte das darauf hindeuten, dass der Ex dir deine Veränderung noch nicht so ganz abkauft, weil hier noch keine Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden kann. Und natürlich gibt es da auch ein Analogon dazu, nämlich wenn man den Kopf so ein bisschen senkt oder so das Kinn so nach hinten drückt. Dann zeigt das, dass man vielleicht ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein hat. Dass man vielleicht auch irgendwie bedroht fühlt, eingeschüchtert fühlt. Und man merkt es ja selber auch im wahrsten Sinne des Wortes, oder wenn man das Kinn so ein bisschen fallen lässt, dass man sich selber automatisch so gewissermaßen eine Etage tiefer fühlt. Dass man macht sich instinktiv klein, unsicher und ängstlich. Und wenn du dieses Signal beim Ex merkst, dann könnte es durchaus sein, dass der Ex vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat wegen der Trennung. Und tatsächlich spielt ja so ein schlechtes Gewissen oder Schuld bei den meisten Ex-Partnern eine viel größere Rolle, als du dir das vielleicht denken magst. Mehr dazu erklärt dir aber Lina in diesem Video da oben. Da eben geht sie ganz genau darauf ein, warum der Ex wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hat wegen der Trennung und was das natürlich auch für dich und fürs Zurückgewinnen bedeutet. Man kann also schon mal allein aufgrund der Stellung vom Kopf sehen, wie und was gerade beim Ex innerlich so los ist. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn auch das Kinn kann einen Aufschluss darüber geben, was gerade im Inneren beim Ex so los ist. Wenn man also das Kinn hin und her schiebt, also irgendwie so irgendwie macht, dann deutet es darauf hin, dass man sich irgendwie nicht so ganz sicher ist. Und das ist so ein Zeichen, dass der Ex eine andere Meinung gerade vertritt als du und dir nicht zustimmt, das aber nicht so direkt sagt, sondern einfach mal für sich behält. Und dieses innere Rumoren für sich behalten, das spiegelt sich dann eben darüber wieder, wenn man eben so das Kind so ein bisschen hin und her schiebt und so ein bisschen Unsicherheit oder keine Zustimmung deutet. Und vielleicht ist der Ex ja auch so ein bisschen emotional hin und her gerissen und mag sie oder kann sie noch nicht festlegen und hadert da eben noch innerlich. Halt also unbedingt beim ersten Treffen, ganz, ganz wichtig, wenn du das mit dem Ex hast, halte da Ausschau, um eben festzustellen, ob sich der Ex da wirklich wohlfühlt oder vielleicht nur deswegen gekommen ist, um dir einen Gefallen zu tun. Also achte da eben wirklich auch auf die Kinnpartie. Und damit gehen wir gleich weiter zum nächsten körpersprachlichen Signal, nämlich wohin die Handflächen zeigen. Also wenn der Ex irgendeine Behauptung äußert oder irgendwas sagt, dann achte mal darauf, wo die Handflächen hinzeigen. Wenn diese Handflächen nach oben zeigen, dann ist das ein bisschen verdächtig. Hingegen, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich souverän fühlt und ruht, dann zeigen die Handflächen tendenziell eher nach unten. Du kannst das für dich nutzen und mal so ein bisschen zurück überlegen zur Trennung oder wo ihr euch getrennt habt. Wie hat da der Ex die Handflächen gehalten? Also wenn der Ex eben sagt, ich will jetzt Schluss machen, ich trenne mich von dir, wohin haben die Handflächen gezeigt? Weil das eben Aufschluss darüber geben kann, wie sicher sich der Ex war, als er eben Schluss gemacht hat. Oder eben auch beim Treffen, wenn der Ex wieder betont, ja, ich will, dass es nur Freundschaft bleibt zwischen uns. Beobachte auch da die Hände.
Natürlich, wir können da jetzt nicht so weit gehen und sagen, nur weil die Handflächen nach oben zeigen, ist es automatisch irgendwie gelogen. Und wenn sie nach unten zeigen, ist alles super easy. Aber man kann natürlich, zum Beispiel, wenn man merkt, die Handflächen sind eher eben nach oben, man könnte diese Äußerungen dann tendenziell eher mal mit einem Fragezeichen versehen und nicht ganz so fix zu nehmen, wie es vielleicht eben gesagt wird. Also Handflächen nach unten zeigen ist immer, dass man die eigene Aussage eher untermauern möchte. Also ich bin überzeugt davon, was ich sage. Und wenn die Handfläche so nach oben zeigt, deutet das so ein bisschen darauf hin, dass man sich nicht ganz sicher ist mit dem, was man eigentlich sagt. Und damit gehen wir gleich weiter zum nächsten, nämlich zu den sogenannten verschwindenden Daumen. Wenn man sich gewissermaßen ein bisschen bedroht fühlt, dann lässt man die Daumen gern verschwinden. Das heißt, man gibt den oder versteckt die Daumen dann eben irgendwie so unter den Händen oder macht irgendwie so Fäuste, wo die Daumen drinnen verschwinden. Das kann man auch immer sehr gern oder sehr gut sehen, wenn man sie zum Beispiel irgendwie so festhält, quasi wo der Daumen dann irgendwie so verschwindet, oder wenn man nur so die Daumen in die Hosentaschen reinsteckt. Alles das ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass man nicht so ganz besonders zuversichtlich ist für die Zukunft. Also zum Beispiel, wenn du Verabredungen mit dem Ex triffst oder vielleicht irgendwie so gemeinsame Zukunftspläne machst und du merkst, dass da irgendwie die Daumen immer so ein bisschen verschwinden, dann nutz das und frag einfach nach, sowas wie, passt das eh für dich, fühlst du dich eh wohl damit? Also versuch dann da den Ex wirklich auch abzuholen und alles zu hinterfragen und wirklich sicherzustellen, dass der Ex sich wohlfühlt in dem, was ihr da gerade ausmacht. Weil nicht, dass ihr jetzt irgendwas vereinbart und der Ex dann erst von sich irgendwann kurz davor absagt. Das ist irgendwie ja, wahrscheinlich nicht das, was du möchtest. Und das ist auch die Idee bei diesen körpersprachlichen Signalen. Nämlich nicht, dass du das dann wahrnimmst und für dich behältst und dir denkst, jetzt weiß ich, was du denkst, sondern dass du, wenn der Ex eben diese Signale sendet, dass du diese Signale dann auch richtig deuten kannst und dann auch gegebenenfalls, zum Beispiel bei diesen verschwindenden Daumen, dann auch nochmal nachfragen kannst, ob beim Ex eh alles okay ist. Aber natürlich auch da nochmal die kleine Warnung, nimm da bitte nicht alles immer auf die bare Münze. Ich selber bin zum Beispiel auch ein Typ, ich stecke gern die Daumen in die Hosentasche. Aber nicht, weil ich jetzt unsicher bin, sondern weil es praktisch ist. Weil meistens habe ich Schlüssel und Handy in der Hosentasche und da hat dann meine Riesenpranke an Hand nicht als Ganzes eben drinnen Platz. Und deswegen müssen da halt einfach die Daumen dafür herhalten. Deswegen natürlich auch immer den Kontext berücksichtigen, in dem so ein körpersprachliches Signal gesendet wird. Aber du kennst den Ex eh und deswegen sollte das für dich eigentlich auch gar nicht mehr so schwer sein. Und damit gleich weiter zum nächsten Signal, nämlich wie der Ex am Sessel sitzt. Das heißt, wenn dein oder deine Ex irgendwie so sehr steif oder verkrampft am Sessel sitzt und sie gar nicht wirklich viel bewegt, dann ist es wie so eine Art Schockstarre. Und der Ex steht vielleicht unter enormem Stress und fühlt sich nicht wirklich wohl und fest, sondern festgefahren in der Situation. Und das kann zum Beispiel auftreten, wenn beim Treffen wieder irgendwie so ein kleiner Konflikt passiert oder wenn der Ex plötzlich von Emotionen überrascht wird, die er oder sie nicht zeigen will. Das Gleiche, aber im anderen Extrem wäre, wenn der Ex irgendwie so beginnt, so heftig hin und her zu wippen und zu wackeln beim Sitzen irgendwie. Und auch das ist eben ein Zeichen vom Stress, wo man versucht, die Emotionen irgendwie nicht ganz so stark zu spüren, aber man versucht, sie vielleicht so gewissermaßen ein bisschen rauszuschütteln oder rauszubringen. Oder wo auch dieses innere Aufgewühltsein sich eben so in einem wippenden körpersprachlichen Signal äußert. Das heißt, wenn das eben passiert, dann ist es vielleicht so, dass sich emotional beim Ex gerade irgendwas tut, er oder sie das nicht wirklich zulassen oder auch dir kommunizieren möchte. Ein sehr klares Zeichen, wenn man am Sessel sitzt, ist auch das Weglehnen vom Gegenüber. Das ist so ein bisschen ein Zeichen, wenn man so quasi nach hinten geht, so ein Zeichen von Ablehnung zu dem, was gerade passiert. Und wenn du merkst, dass der Ex eben das macht, dann überleg mal und krieg klar, welches Thema gerade läuft zwischen euch und welche Aussagen da gerade gefallen sind. Weil, klassisches Beispiel, ihr sitzt irgendwo gemütlich beim Treffen im Kaffeehaus und du fragst den Ex sowas wie, du, ich würde gerne noch was bestellen, magst du auch noch was? Und wenn du dann noch diese Frage merkst, dass der Ex sich da irgendwie so zum Weglehnen beginnt und irgendwie so auf Abstand und Distanz geht, dann kannst du natürlich einerseits das wieder nutzen und zu fragen, du, passt das auch für dich, wenn ich was bestelle oder soll man es sein lassen? Oder wenn du merkst, dass da schon sehr viel an Ablehnung dir entgegenschwappt, dann kannst du gleich sowas sagen wie, ah, du, was, nein, ich brauche eh nichts mehr, lass mal's am besten gut sein. Sodass eben der Ex nicht Nein irgendwie sagen muss, sondern dass du das vorwegnimmst.
Und dann noch ein kurzer Exkurs. Warum soll es nicht der Ex sein, der da Nein sagt zu irgendwas? Weil eben dieses Nein gewissermaßen wieder die Mauer, die der Ex ja auch seit der Trennung aufgebaut hat, wieder ein Stück größer werden lässt. Das heißt, wenn du selber dieses Nein vorwegnimmst und der Ex das eben nicht machen muss, dann wächst diese Mauer, die da zwischen euch vielleicht noch ein bisschen ist, nicht weiter, sondern kann wiederum eben abgebaut werden, weil sich der Ex von dir besser verstanden fühlt. Wenn man also selber eben diese Grenzen setzt, muss der Ex diese Grenzen selber nicht setzen und dadurch kann eben zwischen euch viel mehr Gemeinsamkeit und viel mehr Zusammenhalt entstehen. Und schließlich kommen wir dann noch zum letzten Signal, nämlich wenn der Ex räumliche Distanz herstellt. Also so ein räumliches Distanz herstellen haben wir ja gerade schon eben kennengelernt, wenn man sich gegenüber sitzt und so ein bisschen den Körper wegdreht oder weglehnt. Aber das kann man natürlich auch verallgemeinern. Zum Beispiel, wenn man gemeinsam spazieren geht und der Ex plötzlich einen Schritt weiter von dir weggeht und so Distanz reinbringt. Und diese Distanz nicht deswegen reinbringt, weil da irgendwie ein Drehklatschen ist, aka Pfütze, und der Ex irgendwie dieser Pfütze ausweicht, sondern weil das wirklich nur irgendwas mit eurem Gespräch oder eurem Zusammensein zu tun hat. Und wenn das der Fall ist eben, dann könnte es sein, dass der Ex sich vielleicht mit den Fragen, die du stellst oder mit dem, was du erzählst, nicht so wirklich wohlfühlt. Und dieses nicht wohlige Sein, das versucht man eben dann durch räumliche Distanz auszudrücken. Und das heißt natürlich auch für dich, wenn du den Ex zurückgewinnen willst, dass du einfach das Thema wechselst und auf ein neues umschwenkst. Wenn du dann diese körpersprachlichen Signale gut deuten kannst, dann ist es nämlich auch für dich leichter, wieder Gefühle für dich zu wecken. Weil dafür gibt es einen super simplen Trick und den kannst du auch perfekt kombinieren mit dem Wissen, das du in diesem Video bekommen hast. Welcher Trick das aber ist und warum der so unglaublich wirkungsvoll ist, das erklärt dir Lena in diesem Video hier neben mir. Also klick dich da am besten gleich rüber. Das war's dann von mir. Tschüss, Baba und bis bald.